Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, kurzen Video von Real Baby Car. Ja, Freunde, ich habe nochmal die Geschichte von der Fireblade geguckt und von die Geschichte von Motorrädern überhaupt, Superbike und solche Sachen und dann haben sie es ja mit der SC77, die hier fahren, haben sie es ja wohl auf die Spitze getrieben und haben eine 1000 Kubikmaschine mit annähernd 200 PS praktisch auf das Gewicht von einer 600er gebracht. 600er, die wiegen auch so um die 195 Kilo. Das habe ich hier mit dieser auch, die wiegt sogar noch drunter. Hat das Bartwerkzeug rausgeschmissen. Ja, einen anderen Auspuff habe ich auch drauf, obwohl der Auspuff serienmäßig ja auch schon in der Leichtbauweise ist, aber naja, und so haben die Entwickler damals von Honda drauf geachtet, so viel Gewicht wie möglich zu sparen. Ne? Und wie gesagt, haben dieses Motorrad hier auf ein Gewicht von 195 Kilo gebracht. Und die neue Fireblade zum Beispiel, die wiegt, ich glaube, um die 200 Kilo. Mit 202 oder irgendwie 198. Jedenfalls ist sie ein bisschen schwerer, ein Tick schwerer als diese hier. Und die Tausender sind damals praktisch so handlich geworden wie die 600er. Ne? Also richtige Handling-Wunder. Und das ist schon eine Ansage. Also ich habe ja vorher die CBR 650R gehabt und die hatte 208 Kilo, also die war schon 13 Kilo schwerer als die hier und das hat man natürlich auch gemerkt. Allerdings hast du bei der auch gehabt, dass das Fahrwerk natürlich, das habe ich heute gerade mit dem Roland Rieser wieder diskutiert, dass du da natürlich kein Sportfahrwerk drin hattest, sondern eher ein Fahrwerk, was so für, sagen wir mal, für Touring abgestimmt ist, was du natürlich auch nicht komplett einstellen konntest. Da konntest du die Vorspannung hinten verändern, vorne gar nicht. Aber es war nicht schlecht abgestimmt, also auch damit konnte man die Kurven sehr, sehr gut fahren. Nur der Unterschied ist dann natürlich, wenn du dich auf ein richtiges Sportbike setzt, was die 600er ja alle sind, R6 oder auch CBR 600 RR, da hast du dann natürlich die Sportkomponenten drin. Ja, und das hier war ja, oder ist ja nun auch ein Superbike, in dem hast du auch die Sportkomponenten drin. Ne? Und für mich als Unbedarfter und der vorher eben eine 500er und eine 650er gefahren ist, war das, als ich mich hier drauf gesetzt habe, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ja gesagt, man fährt dieses Motorrad wirklich übers Vorderrad. Das heißt, du denkst, du hast den Lenker irgendwo da unten an der Vorderachse. Das ist unglaublich, was man da für ein Gefühl in den Kurven für hat. Und auch Kurven, die ich vorher, was weiß ich, auf der Landstraße mit 80, 90 genommen habe, die kannst du mit diesem Maschinchen hier locker, aber ganz locker, 10, 20 km/h schneller nehmen und bist dann noch lange nicht am Limit. Also das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, was das für ein Unterschied ist, wenn man wirklich ein Sportbike unterm Hintern hat. Ne?
Gut, die 600er auf der Rennstrecke, die sind zum Teil, wenn du einen guten Fahrer hast, sogar noch schneller als eine 1000er. Weil die, ja, vom Kurvenfahren und so natürlich ziemlich wendig sind. Aber wenn du einen hast, der eine 1000er, wie diese hier mit 195 Kilo vernünftig fahren kann, dann hat natürlich eine 600er keine Sonne. Das Maschinchen ist immer nur so gut wie der Fahrer, der drauf sitzt, ne? Und ja, ich halte mich also auch gerade in den Kurven und so natürlich zurück, weil ich kann mir das absolut nicht leisten, mich auf die Nase zu legen. Und übertreibe das nicht. Aber was selbst mit einer defensiven Fahrweise auch in den Kurven und so schon möglich ist, ist der absolute Wahnsinn. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Da kann man sich kaum vorstellen. Und das macht natürlich Spaß ohne Ende. Ne? Also das macht richtig Spaß. Hier zum Beispiel die Kurve. Da kann man dann natürlich auch noch mit Hanging Off fahren und sich richtig reinhängen, aber das mache ich ja alles nicht. Also ich bleibe da eher konservativ. Obwohl es auch Kurven gibt, ja, da hänge ich mich dann auch rein, aber in den meisten Kurven eben nicht. Das gehört eben nicht auf die öffentliche Straße, das gehört auf die Rennstrecke. Kann man vielleicht auf einer Auf- oder Abfahrt mal machen, aber wo einem keine Autos entgegenkommen, ne? Aber wo die Autos entgegenkommen auf der Landstraße, ich finde, da sollte man keinen Hanging Off fahren und seinen Kopf in Gegenverkehr hängen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das nun mal so zu dem Thema würde ich auch sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und habt euch wohl!